Supta Trivikramasana. Auf dem Rücken liegender Spagat. Rafaela zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Rückenlage. Von hier hebe ein Bein hoch, fasse mit beiden Händen an den Fuß und ziehe den Fuß hinunter auf die Erde. Diese Variation wird manchmal auch genannt als Ekapada Shirasana oder auch Supta Ekapada Shirasana. Diese Stellung wird genannt Supta Trivikramasana nach Trivikrama. Trivikrama ist eine Bezeichnung von Vishnu. Vishnu hat 3 Schritte gemacht, um die ganze Welt zu durchschreiten. Es gibt dort eine Legende, es gab einen Dämonen namens Bali, und er hatte die ganze Welt beherrscht und erobert. Und Vishnu kam zu ihm und hat ihm um einen Gefallen gebeten, dass er so viel Land haben könne, wie er mit 3 Schritten umfassen konnte. Und Vishnu nahm dann die Gestalt an von einem, der lange Beine hatte, und in Trivikrama, also mit 3 Schritten hat er die Welt umkreist. Und damit das schnell ging, hat er eben die Beine in vollen Lotus gesetzt. Ähnlich finden wir die Mythologie für Anjaneyasana, Hanuman Asana, welche auch aus dem Spagat herausgeht, allerdings Spagat in der Rückbeuge. Und so ist Trivikramasana eine Bezeichnung für den Spagat. Supta heißt liegend und Supta Trivikramasana ist die liegende Spagatstellung. Dieses Asana ist auch natürlich hervorragend für die Flexibilität der Hüfte. Sein Bein stark zu dehnen ist auch gut für die Kniekehle. Gerade diese Übung auf dem Rücken liegend verhindert, dass du dabei etwas Schlechtes tust für den Rücken und sie ist auch weniger verletzungsanfällig als der normale Spagat, wo du vielleicht mal etwas die Neigung haben könntest, etwas zu intensiv zu dehnen. Trotzdem gilt auch bei Supta Trivikramasana, dass du immer aufpassen musst, dass die Dehnung in der Kniekehle, in der Wade bis Mitte des Oberschenkels ist und nicht in der Nähe der Hüfte. Wenn du zu stark dich in der Hüfte dehnst, kann es dort zu einer Zerrung führen, nach der du dann auf Monate die Vorwärtsbeugen nicht mehr machen kannst. Also grundsätzlich bei allen Spagatvariationen achte darauf, Dehnung in Wade, Kniekehle bis Mitte des Oberschenkels, nicht in der Nähe der Hüfte. Mehr Informationen über Spagat und Vorübungen zum Spagat auf wiki.yoga-vidya.de.